Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ich bin wieder unterwegs in GTA San Andreas und ich verbock die ganze Zeit diese eine Mission. Und da dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit. Ich muss meine Jungs aus der Scheiße rausholen und wir schauen uns einfach mal an, wie es jetzt läuft. Ich glaube, jetzt packe ich es mit eurer Hilfe. Ja, let's go, wir springen in die Mission. Viel Spaß. Stress ist da. Okay, also wir müssen die Jungs aus einer Schießerei rausholen. Ich habe hier keine Karre am Start, deswegen mal schnell auf die Autobahn gerannt. Beziehungsweise Schnellstraße oder was das hier ist. Und mal irgendwas organisiert, scheißegal was. Jawohl, sieht gut aus. Okay, ist halt auch keine Karre, wo du mehrere Leute mitnehmen kannst. Du bist ja immer so zu zweit, dritt, viert unterwegs. Aber egal. Ich muss halt erstmal hinkommen. Jetzt mal fange ich schnell rechts. Ihr seht, ich kenne den Weg schon, ich bin da schon zwei, dreimal dran gescheitert. Oh, dem. Ich versuche jetzt erstmal auf jeden Fall diese Bande da zu überfahren. Das ist auf jeden Fall die einfachere Variante, als hier groß rumzuballern. Oh, fuck it. Koffer. Sagt er immer. Yes, let's go. Wir haben es geschafft. Yes. Geh dran, Homie. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Jawohl, wir nehmen die von denen. Ha, die ist geil. Klassisches amerikanisches Auto hier. Also so weit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Lacht mich aus auf jeden Fall. Richtig schlecht gewesen. Wir haben uns hier das richtig schlechteste Auto ausgesucht. Das hat nämlich einen Platten. Junge, fuck. Okay, also ich. Damn, oh. Kann sein, dass wir hier verkacken. Ich. Wenn ich das gewusst hätte, nie dieses Auto genommen. Das ist ja richtiger Trash, Mann. Oh fuck. Wahrscheinlich habe auch noch ich das Loch in den Reifen geballert. So, pass auf. Wir haben uns direkt verfahren. Ist gar kein Problem. Passiert ja jedes Mal. Aber. Boah, du kommst um keine Kurve rum, ohne hier zu strugglen. Zurück. Ich glaube, das ist das Einfachste, was jetzt gerade geht. Das Problem ist, wenn wir anfangen zu brennen, dann ist die Mission auf jeden Fall gescheitert. Oh Junge, Wichser, Alter. Weil wenn das Auto anfängt zu brennen, dann kommen die anderen nicht mehr rechtzeitig raus, verrecken und es ist einfach Feierabend. Das wäre richtig bitter, aber wir haben es fast geschafft, wir haben es fast. Fuck, okay, that's it. Fuck, dieser Trottel, ey, scheiße, das ist mir schon mal passiert, dass ich es noch rausgepackt habe aus der Karre, aber mein Bandenmitglied nicht und dann, oh no, okay, nochmal von vorne, okay, das kennen wir ja schon, wir besorgen schnell eine Karre, rennen dahin,
Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich so weit bin, dass wir ins Auto steigen. Bis gleich. Ciao. Leute, ich bin zurück. Ich habe es tatsächlich geschafft, ein Auto klar zu machen, was nicht kaputt ist und irgendwie auch noch zwei weitere Leute aufnehmen kann. Also, let's go, Teil 2. Versuchen wir die Mission zu klären. Ich glaube, die ist relativ kurz, aber. Wow. Okay, mal schön hier ausgebremst. Oh fuck. Wichser, das ist halt scheiße. Zu zweit gegen einen. So, und jetzt verpissen wir uns. Ha. Let's go. Ich würde sagen, gleicher Weg wie hin. Das ist der schnellste Weg. Ich glaube, diesmal können wir es packen. Hier über die Brücke. Yes. Ich hätte mir auch ein bisschen zurückballern sollen. Oh no. Verdammte Scheiße. Yes. Komm, let's go. Kein Scheiß jetzt mehr. Oh, geschafft, ey. Es ist eigentlich nicht so der. Jawohl. Ich weiß, wie es läuft. Yes. Dem Bruder gerade mal geholfen. Ich glaube, es war wirklich sein leiblicher Bruder. Yo, ich habe mir hier ewig einen abgebrochen. Aber ich hoffe, es hat euch nochmal einen kleinen Einblick vermitteln können, wie geil das hier auf die PlayStation Vita portiert wurde. Habt noch einen schönen Tag, Leute, und lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ob ihr wissen wollt, wie die Story mit CJ und der Bande weitergeht. Beziehungsweise, ob ihr einfach mehr von San Andreas auf der Vita sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.